Thomas Strehrath und seine Werbeagentur Jung von Matt haben die Werbelinie für den CDU-Wahlkampf gestaltet. Er beschreibt die Idee dahinter. Also es geht um Deutschland, das ist das eine. Und das zweite ist, es geht nicht um gestern und ums Vorgestern, um das Erreichte bewahren und das zu konservieren, sondern die Zukunft. Und insofern haben wir hier einen eher formalen Look bekommen, also einen eher grafischen Look bekommen, der zu den wichtigsten, aus unserer Sicht wichtigsten Werten der CDU, nämlich dem Commitment für dieses Land, ja, und auch dem Stolz und auch dem Glück in diesem Land zu sein, ohne deswegen in irgendeiner Weise altbacken daherzukommen. Das neue Design ergänzt nun die Werbelinie der CDU-Bundestagskandidaten, die seit einigen Monaten existiert. Also erstmal ist die Kandidatenlinie wesentlich früher entstanden. Also insofern gab es vielleicht weniger Anker oder Fundament, um das auf die Schiene zu bringen. Sie kommen aber sehr gut zusammen. Der Kandidat hat ja auch eine andere Aufgabe als die Partei in der bundesweiten Kommunikation. Was verbindet beide? Das ist der schwarz-rot-goldene Look. Das haben beide und es vereint. Und das ist eben die Orientierung zum Land. Und auch sagen, es ist eine Bundestagswahl und ein starkes Deutschland ist das gemeinsame Ziel. Und insofern würde ich sagen, es passt beides gut zusammen, hat aber eben neue Aufgabe kommen. Also die größeren Formate müssen auch ein bisschen mehr Flexibilität erlauben. Ich glaube, das sieht man hinter mir auch im Hintergrund. Das ist eben nur möglich, wenn man auch ein bisschen flexibler agieren kann.